Wenn du auch Vermieter von Eigentumswohnungen und Mehrfamilienhäusern bist, dann solltest du jetzt ganz genau aufpassen. Es gibt nämlich drei entscheidende Gründe, warum du deine Immobilie jetzt noch schnell sanieren solltest. Welche das sind, zeige ich dir in dem heutigen Video. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grundbuchwissen bei Sven Gries. Als Vermieter stecken wir gerade am Anfang unserer Immobilienkarriere in einem komplizierten Dilemma. Einerseits müssen wir die Kosten im Griff halten und genug Überschüsse haben, um unvorhergesehene Reparaturen oder Mietausfälle bezahlen zu können. Im besten Fall bleibt genug Geld übrig, um unsere investierte Arbeitszeit davon bezahlen zu können. Unsere Zeit ist ja auch wertvoll. Ein Handwerker oder Dienstleister arbeitet schließlich auch nicht umsonst und muss natürlich auch sein Brot auf den Tisch bekommen. Andererseits müssen wir die vermietete Immobilie instand halten. Je nach Mieterklientel handelt es sich dabei um grundlegende Basics, damit die Funktionsfähigkeit erhalten bleibt. Hier ist die Ausstattung zumeist einfach gehalten und funktional ausgerichtet. Bei hochpreisigen Immobilien spielen sowohl die Optik als auch die Auswahl edlerer Materialien eine größere Rolle. Das kostet teilweise sehr viel Geld, rechtfertigt im Gegenzug aber eine höhere Miete. Wenn du nun gerade einen Leerstand hast oder sich ein Mieterwechsel bei dir ankündigt, solltest du die Gelegenheit für eine grundlegende Sanierung unbedingt nutzen. Der erste und unerwartete Grund sind nämlich enorme Baustoffpreise. Bisher ist dieses Thema noch nicht in den Mainstream-Medien angekommen. Eventuell hast du gerade davon gehört, dass der Autobauer Ford seine Produktion in den kommenden Monaten komplett stoppt. Das ist ein echt krasser Schritt, wenn man bedenkt, dass damit viele Jobs in Gefahr gebracht werden können. Warum also ist Ford gezwungen, keine Autos mehr zu bauen? Bevor ich dir die Antwort darauf zeige, gebe ich dir an dieser Stelle die Gelegenheit, meinen Kanal zu abonnieren und natürlich auch die Glocke zu drücken. So bist du als erstes über Neuigkeiten im Immobilienmarkt informiert. Zurück zum Thema. Der Produktionsstopp bei Ford liegt an der Knappheit von Rohstoffen. Im konkreten Fall an der begrenzten Verfügbarkeit von notwendigen Bauteilen für den Bau von Autos, den Halbleitern. Durch das geringe Angebot schnellen die Preise für elektronische Chips durch die Decke. Das gleiche Phänomen können wir bei verschiedenen Baustoffen für Immobilien beobachten. Handwerker und Bauunternehmer sprechen von einer außergewöhnlichen Situation. Durch die Knappheit an verfügbaren Materialien stehen jetzt bereits viele Baustellen still. Und wenn es noch Bestände an Holz, Metall, Gipskarton gibt, dann sind deren Preise wegen der geringen Verfügbarkeit und gerade steigenden Nachfrage schon jetzt deutlich gestiegen. Schuld daran ist laut Branchenkennern die unerwartet hohe Nachfrage auf den Weltmärkten. Es wird wie verrückt gebaut. Allen voran China schöpft die weltweiten Ressourcen für den heimischen Markt ab, aber auch die USA beanspruchen ihren Teil für die Bauindustrie. Und diese Nachfrage bekommen wir in Deutschland entsprechend stark zu spüren. Man geht davon aus, dass sich die Preise in der Holzwirtschaft und im Metallbereich wieder einpendeln werden, jedoch nicht auf dem bisher bekannten Niveau, sondern in einer höheren Liga. Mit anderen Worten, die Rohstoffpreise bleiben wohl auch in nächster Zeit hoch. Noch deutlicher kann dieser Effekt bei Gipskartonplatten ausfallen, deren bekanntester Hersteller Rigips ist. Hier bahnt sich eine wahre Rohstoffkrise an. Schuld daran ist der Klimawandel bzw. die Reaktion darauf. Ja, du hast richtig gehört. Der Rohstoff für die allseits bekannten Rigipsplatten entstammt zu einem großen Teil als Beiprodukt bei den noch aktiven Kohlekraftwerken. Der Gips wird aus der Rauchgasentschwefelungsanlage gewonnen. Diese wird zur Reinigung von den Abgasen der Kraftwerke eingesetzt und wie wir alle wissen, werden die Kohlekraftwerke in den nächsten Jahren abgeschaltet. Laut Herstellern gibt es bisher keine qualitätsgleiche Alternative für den hier gewonnenen Gips. Das könnte die Preise in Deutschland in den nächsten Jahren maßgeblich beeinflussen. So eine Sanierung kann mitunter einen guten fünfstelligen Eurobetrag verschlingen. Wir reden hier über Kosten jenseits der 10.000 Euro. In meinen Fix- und Flip-Immobilien muss ich regelmäßig über 60.000 Euro investieren, wenn sämtliche Gewerke gemacht werden. Und das ist schon ein sehr guter Preis. Ich gehe davon aus, dass du vermutlich
keine 60.000 Euro mal ebenso für eine Sanierung rumliegen hast. Falls doch, hättest du damit längst weitere Immobilien kaufen können. Wir haben nämlich momentan die einmalige, historische Gelegenheit, unfassbar günstig Fremdkapital für die Sanierung zu verwenden. Und das bringt uns zu unserem Punkt 2, warum wir genau jetzt unsere Immobilie sanieren sollten. Zugegeben, ein Ende der Niedrigzinspolitik ist momentan noch nicht in Sichtweite. Es ist auch schwer vorstellbar, dass die Zinsen mit den aktuellen Voraussetzungen jemals wieder in die Höhe vergangener Zeiten steigen werden. Aber wer sagt, dass die momentanen Voraussetzungen nicht angepasst werden könnten und die Zinsen dann wieder anziehen? Es gibt verschiedene mögliche Theorien, die der Niedrigzinspolitik ein Ende setzen könnten und die Kapitalaufnahme im Endeffekt stark teurer machen. Und ehrlich gesagt ist es gewagt, auf noch weiter sinkende Zinsen zu setzen. Seit Jahresbeginn gab es nämlich bereits einen leichten Zinsanstieg. Wohin diese Reise führt, ist offen und bleibt abzuwarten. Wir haben bei der Kreditaufnahme für die Sanierung einen krassen Vorteil. Das Geld der Bank geben wir jetzt auf einen Schlag für unsere Immobilie aus. Je nach individueller Situation können wir die Kosten somit sofort in dem aktuellen Steuerjahr gegen unsere Mieteinnahmen und gegebenenfalls unser Arbeitnehmergehalt gegenrechnen und somit unsere Steuerlast sofort massiv drücken. Oder wir schreiben die Investitionen in den kommenden Jahren ab und verringern so auch in Zukunft unser zu versteuerndes Einkommen. Egal wie es gemacht wird, wir erzielen einen positiven Effekt für unser Konto. Denn unser Nettoeinkommen steigt durch die Investitionen. Das Schöne ist, dass wir hierfür nicht unser eigenes Geld benutzen, sondern das Geld von der Bank. Die Zinsen, die wir an die Bank bezahlen müssen, sind wiederum abzugsfähige Kosten, die unsere Steuerlast ebenfalls senken. Dieser Effekt nimmt jedoch mit der Zeit ab. Je mehr wir von unserem Kredit getilgt haben, desto geringer wird der Steuervorteil. Für eine sanierte Wohnung können wir in der Regel eine deutlich höhere Miete verlangen. Deswegen gibt es in dem Excel-Kalkulationstool aus dem XXL-Vermieter-Vorlagenpaket extra Eingabefelder, die die Sanierungskosten im Zusammenhang mit der erzielbaren Miete berücksichtigen. Außerdem ziehen wir mit einem schicken Zuhause eine andere Mieterschaft an als mit einer renovierungsbedürftigen Bude. Das kann viel Ärger und Zeit auf der Vermieterseite sparen. Glaub mir, dieser Aspekt ist auf keinen Fall zu unterschätzen. Und auch der dritte Punkt hat mit unseren Finanzen zu tun. Durch die Sanierung einer Immobilie schaffen wir einen massiven Mehrwert in der Bewertung durch die Banken. Während wir den Renovierungskredit blanko erhalten, ohne den Einsatz von Eigenkapital und Sicherheiten, benötigen wir für den Kauf von neuen Immobilien oft Ersatzsicherheiten. Damit schützt sich die Bank vor einem Zahlungsausfall und kann die als Ersatzsicherheit verwendete Immobilie im schlimmsten Fall zwangsversteigern lassen. Zu Zwangsversteigerungen zeige ich euch ja auch immer wieder Neuigkeiten auf meinem Kanal. Jetzt wisst ihr, woher diese Immobilien oft stammen. Doch warum bekommen wir mehr Geld, wenn wir gerade so einen großen Betrag ausgegeben haben? Dafür möchte ich dir ein anschauliches Beispiel geben. Du hast eine Eigentumswohnung für, sagen wir, 50.000 Euro gekauft. Durch den Immobilienboom ist der Preis der Wohnung auf gerade 70.000 Euro gestiegen. Wenn du diese jetzt als Ersatzsicherheit verpfänden möchtest, wird ein Gutachter den sogenannten Beleihungswert ermitteln. Der Beleihungswert liegt in der Regel bei der aktuellen Marktlage unter dem momentanen Marktpreis. In unserem Beispiel bei, sagen wir, 50.000 Euro. Die Bank gibt dir also 20.000 Euro weniger als Darlehen für deine Immobilie, als du jetzt bei einem Verkauf erhalten würdest. Wenn du die Wohnung mit dem Kapital von der Bank für 10.000 Euro auf Vordermann bringst, generierst du einen Mehrwert. Bei guter und geschickter Planung kann dieser Mehrwert das Doppelte von deinem Kapitaleinsatz betragen. Aus 10.000 Euro Investment zauberst du aus dem Nichts 20.000 Euro Mehrwert. Was heißt das für dich? Anstatt der ursprünglichen 50.000 Euro gibt dir die Bank jetzt 70.000 Euro Darlehen, obwohl du nur 10.000 Euro investiert hast. Stell dir vor, du machst das Gleiche bei einem Mehrfamilienhaus und aus 20.000 Euro Mehrwert werden nun 200.000 Euro Mehrwert. Das ist direkt der komplette Kaufpreis für eine Eigentumswohnung. Wie du siehst, kann man mit cleverer Finanzplanung und ein wenig Zahlen jonglieren erheblichen Mehrwert schaffen. Wenn ihr mein neuestes Sanierungsprojekt sehen möchtet, schreibt mir in die Kommentare und ich werde euch ein Video dazu machen, wenn ihr mindestens 15 Kommentare erreicht, die diese richtig schöne Wohnung sehen wollen. Und als nächstes empfehle ich dir dieses aktuelle Video, in dem ich dir zeige, wie man in Zwangsversteigerungen echte Immobilien-Schnäppchen machen kann.